Hallo und herzlich willkommen zum Monatstarot für den Monat Dezember 2020. Mein Name ist Thomas Janak und ich möchte euch bitten, hier die Webseite, die ich hier zeige, die Facebook-Seite, bitte zu liken, damit ihr immer wisst, was so passiert. Und außerdem könnt ihr da dann auch interaktiv mit mir Messages schicken und also solche Sachen machen. Dann wollen wir mal schauen, was die Gesamtenergie für den Monat Dezember hat, bevor wir dann ins erste Sternzeichen gehen. Wir sind immer noch bei den Schützen. So, das ist unser erstes Sternzeichen, das wir uns angucken werden. Aber bevor wir das machen, erstmal gucken, was die Gesamtenergie des Monats Dezember für uns hat. Okay, der November war anstrengend. War für viele schmerzhaft. Viel Trauma, viel Trauer, viel schwierige Situationen. Sachen waren nicht unbedingt einfach. Viel, wo man so durch musste. Natürlich gab es auch gute Zeiten, aber generell gesehen war für viele der November eher anstrengend. Und am 30. November haben wir einen Vollmond und der hilft nochmal, diese Energie von, boah, ist das heftig, zur Seite zu schieben. Ja, und praktisch alles einfacher zu machen für den Dezember. Generell gesehen wird erst ab dem 5., 6. Dezember, so ungefähr darum, die Energie wirklich wieder höher sein und es wird uns eine andere Klarheit bringen. Vom Gefühl her wird es so sein, dass du auf einmal sagst, wow, jetzt kapiere ich das. Right? Das macht jetzt Sinn. Das heißt, die ersten paar Tage im Dezember sind wahrscheinlich eher ein bisschen schleppend, bevor das dann alles besser wird. Okay, so. Klarheit ist die Energie, die wir haben und die Mitteilung, die wir haben von den Guides, ist diese Klarheit zu nutzen, um sich das große Bild anzusehen. Was passiert hier eigentlich? Okay, anstatt hier so mit den Kleinigkeiten sich auseinanderzusetzen und nur in diesen Kleinigkeiten zu leben. Was passiert hier eigentlich? Bin ich, wo ich eigentlich sein möchte? Ja, ist mein Leben, macht mein Leben Sinn? Okay, ist es einfach nur anstrengend die ganze Zeit oder habe ich eigentlich auch Spaß? So nach dem Motto. Großes Bild. Immer gucken, was passiert genau, wo bin ich und dann entscheiden, ist das, wo ich sein will und wenn nicht, was kann ich denn machen? Dafür sind ja auch die Sternzeichen dann da, Sternzeichenratschläge da sozusagen. Okay? So, das ist wichtig für uns alle und das andere, was wirklich wichtig ist, im Dezember, es ist natürlich auch der Weihnachtsmonat, deswegen habe ich auch einen schönen Weihnachtsbaum hier. Right? So, das heißt, es ist auch der Monat, wo die Leute so ein bisschen Liebe spüren wollen, Liebe fühlen wollen. Wir gucken uns die ganzen Weihnachtsfilme wieder an, wird viel gelacht, wird viel geweint, ist einfach schön. Und was die Guides sagen, hey, dann nimm doch das Gefühl, das Weihnachten bringt und ziehst durch den ganzen Monat. Okay? Es ist wichtig. Hab eine reine Energie für den ganzen Monat, was natürlich dann noch hilft, Entscheidungen zu treffen. Was auch wichtig ist für uns alle, im Dezember, gerade nach dem härteren Monat November, zu sagen, es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Wenn irgendwas passiert ist in dem Monat, was Schmerz bereitet hat, was man jetzt bereut, entschuldigt euch. Ja? Entweder bei der Situation oder bei den Leuten oder auch bei euch selbst, falls ihr euch selber schlecht behandelt habt, sozusagen. Was ja leider oftmals auch passieren kann. So die Gesamtenergie ist so ein bisschen zu wissen, es ist mehr Klarheit da, ich kann mehr machen. Und dadurch, dass mehr Klarheit da ist, ist auch alles etwas einfacher. Und nichtsdestotrotz muss man ein bisschen reflektieren und vielleicht auch sagen, okay, dafür muss ich mich oder möchte ich mich entschuldigen. Okay? Das ist die Gesamtenergie. Und wie gesagt, wir sind immer noch im Sternzeichen Schütze. Und da gehen wir jetzt hin. So, hier ist, was wir für die Schützen haben. Hier
go. Okay, recht interessant. Für Schützen. Die Hauptmitteilung für die Schützen ist zu sagen, und jetzt lasse ich das gehen. Sachen gehen lassen, die einen verletzen, die einen verletzt haben, die auch vielleicht gar nicht mehr hinzubiegen sind. Einfach gehen lassen, zu sagen, ich muss das jetzt aus meinem System kriegen und nach vorne gucken. Ganz, ganz wichtig für Schützen diesen Monat und auch so ein bisschen Courage haben und zu sagen, okay, und ich schaffe das schon, ich gehe da jetzt durch und ich schaffe das schon, ohne großartig negativ zu sein, sondern ich schaffe das einfach schon, da durchzugehen und dann auch eine bessere Version von mir zu sein. So, das ist wichtig für die Schützen. Und was auch wichtig ist für den Schützen oder die Schützen, ist, wenn ihr dann soweit seid, Sachen gehen zu lassen, dann zeigt das auch. Erlaubt den Leuten zu sehen, dass ihr durch den ganzen Müll durch seid und dass es euch besser geht und habt eine höhere Energie und teilt eine höhere Energie. Ganz, ganz wichtig für den Schützen, diesen Monat, sich nicht zu verstecken. Okay, und auch egal wie lange es dauert. Sorry, war ja klar. Ja, also das ist eigentlich all das für die Schützen. Wenn dann ein Telefon durchkommt, kann man gar nichts mehr hören, aber so ist es halt. Ja, so, das war Schütze. Und jetzt gehen wir mal weiter zu den Steinböcken. Mal schauen, was wir da haben. Steinböcke. Ihr seid vom Universum unterstützt. Große Unterstützung kommt für euch. Denn das ist der Monat, wo ihr begreift, ich bin vielleicht nicht jedermanns Sache. Ich bin vielleicht nicht unbedingt der Typ, der sich hier oder die Frau, die sich hier in allen Situationen zu Hause fühlt. Und vielleicht bin ich auch in Situationen, wo ich immer nur versucht habe, mich anzupassen und es funktioniert einfach nicht. Und das ist das, was die Guides euch sagen, diesen Monat. Ihr seid nicht immer jedermanns Cup of Tea, wie die Engländer sagen. Not everybody's Cup of Tea. Okay? Und alles, was die Guides sagen, so ist das dann halt. Und ihr seid jetzt voll unterstützt von euren Guides und vom Universum, das zu erkennen. Denkt dran, Energie war, Gesamtenergie früher, die wir gerade erwähnt haben, war mehr Klarheit ab dem 5., 6. darum. 5. oder 6. Dezember. Darum und deswegen sagen euch die Guides, jetzt ist die Zeit, auch dann Änderungen vorzunehmen oder sich auch zu verabschieden von Situationen, die nicht mehr funktionieren. Okay, das war kurz und schmerzlos für die Steinböcke. Jetzt gehen wir zum Wassermann. Mal schauen, was wir haben für die Wassermänner. Okay, für den Wassermann ist es ganz wichtig, diesen Monat nicht an Sachen festzuhalten, die ihr unbedingt wollt. Ihr habt nicht immer 100% recht. Es gibt auch andere Wege, um an gewisse Ziele zu kommen. Und einfach mal so ein bisschen loslassen an dem, was ihr erreichen wollt, um der Sache etwas Raum zu geben. Und auch etwas andere Möglichkeiten zu manifestieren für einen selber. Denn manchmal, dadurch, dass ihr, also die Energie für den Wassermann ist, dadurch, dass manche Wassermänner einfach sagen, ich ziehe das jetzt durch und ich mache das jetzt und mein Weg ist der Weg, sagen euch die Guides, manchmal müsst ihr ein bisschen genauer hinsehen und dann begreift ihr auch, dass manchmal so dieses
dieses, auch wenn es ein gutes Ding ist zu sagen, und ich ziehe das jetzt durch und ich lasse mich von niemandem ablenken. Es ist nicht immer die beste Idee, weil es geht nicht darum, abgelenkt zu sein. Es geht darum zu sagen, vielleicht nehme ich die Sache jetzt hier zu ernst und sehe dann gar nicht, was noch da draußen ist oder wie ich unter Umständen noch mehr bekommen kann. Das heißt, man kann unter Umständen auch Möglichkeiten verlieren, wenn man eben total fokussiert ist eine Situation, die man irgendwie gerade regeln will. Okay? Das war Wassermann. Jetzt gehen wir zu den Fischen. Mein Sternzeichen. Mal schauen, was im Dezember auf uns zukommt. Wir gerade noch mal hier mischen. Und dann schauen wir mal. Für uns Fische ist es ganz wichtig zu wissen, dass unsere Seele einen Plan hat. Das heißt, wir sind hierher gekommen, um Dinge zu erfahren oder Dinge weiterzugeben. Jeder ist Lehrer, jeder ist Schüler. Und unser Seelenplan ist immer noch völlig in Ordnung und findet auch statt. Okay? Also wenn wir das Gefühl haben oder ihr das Gefühl habt, dass manche Sachen sich einfach nicht wirklich irgendwo stattfinden und nichts wirklich passiert, was das Universum sagt oder was die Guides sagen, ist, es passiert schon, ja, immer einfach weitergehen, ihr oder wir sind unterstützt, denn, das ist ganz interessant hier, wir haben hier die Karte You Got the Love, okay, und was das bedeutet ist, dass wir unterstützt werden, dass wir aber auch manchmal erlauben müssen, dass es durchaus okay ist, einer anderen Person oder Situation voll zu vertrauen und auch sich hinzugeben, ohne immer zu sagen, oh, ich hoffe, dass es funktioniert. Mal schauen. Einfach zu sagen, ich vertraue jetzt mal, ist für uns Fische, ich sage uns, weil es ja auch mein Sternzeichen ist, ganz, ganz wichtig diesen Monat. Ansonsten ist es gar nicht negativ, gar nicht schwer. Und jetzt gehen wir von den Fischen zum Widder. Schauen wir mal. Okay. Es ist, wie gesagt, Dezember, der Monat, in dem sich vieles um Liebe dreht, um Miteinander dreht, darum dreht auch zu sagen, ich bin Teil eines Großen. Das heißt auch aus Weihnachten, die vielleicht ein bisschen leerer sind, wo vielleicht weniger Leute sind oder wenn du das Gefühl hast, dein Weihnachten ist, du bist einsam an Weihnachten, immer daran zu denken, dass das kein Problem sein muss, weil du bist Teil eines Großen. Okay? So, für die Widder ist es wichtig, diesen Monat sich in die Natur zu begeben, aufzutanken und auch zu wissen, dass es wirklich Sinn macht, in den Wald zu gehen, vielleicht auch mal einen Baum zu umarmen, sich dem Gefühl hinzugeben, dass Natur lebt und dass man diese Freiheit der Natur dann mit nach Hause nimmt. Okay? Also das ist so der Hauptgrund oder die Hauptmitteilung für die Widder, den Monat zu sagen, ich tanke mich neu auf und genieße dieses Auftanken auch. In anderen Worten, ohne zu überdenken, ohne ständig Gedanken zu haben oder überhaupt zu viele Gedanken zu haben, lernt einfach in der Natur auch Ruhe zu finden. Okay? Und das ist alles, was ihr machen müsst. Versucht einfach ein bisschen aufzutanken. Okay? Das war wieder. Entschuldigung. Jetzt gehen wir zu den Stieren. Stier. Schauen wir mal, was wir haben für die Stiere. Oh, wir haben mehr als wir sonst haben. Normalerweise geben wir die Geiz 2 Karten. Ihr kriegt 3. Ist aber nett. Okay, was die Geiz den Stieren sagen, ist nicht weiter
zu folgen, sondern zu entscheiden, wo es hingeht und das möglich zu machen. Wenn ihr das Gefühl habt, ich bin hier einfach nur so, ich gehe so vor mich hin und ich mache irgendwie für jeden alles Mögliche, jetzt ist es auch mal Zeit, an euch zu denken, ohne egoistisch zu sein. Einfach mal zu sagen, weißt du, ich habe auch Wünsche und Erwartungshaltung und die will ich auch erfüllt sehen. Und das ist das, was die Guides euch sagen. Es stellt sicher diesen Monat, dass ihr das sagt. Und was auch interessant ist für Stiere den Monat, ist, dass energetisch gesehen das ein Monat ist, wo viele alte Erinnerungen hochkommen, weil die einfach geklärt werden müssen und weil die einfach gehen müssen. Das heißt, wenn das jetzt für den einen oder anderen Stier, der hier guckt, ein Monat ist, der vielleicht ein bisschen schmerzhaft ist und man sagt, wow, hab nicht gewusst, dass das noch in mir sitzt, erlaubt einfach alles zu fühlen, was ihr fühlt und es gehen zu lassen. Und auch das ist Selbstwertgefühl, zu sagen, und ich erlaube mir, nicht für jeden Hansel da zu sein die ganze Zeit, sondern auch mal mir selber eine Zeit zu geben, um für mich da zu sein. Ganz, ganz wichtig. Okay? Und was das bedeutet ist, wenn ihr das macht, das ist halt der Punkt auch, dass sich dann durchaus neue Türen öffnen. Und auch das ist interessant, weil wenn man dann mal sagt, okay, jetzt denke ich mal ein bisschen mehr an mich, da sind gerade ein paar Karten auf dem Boden, die ich noch aufheben wollte, schnell. Okay? Zu euch einfach nur zu sagen, für Stiere, dadurch, dass ich mich ändere, dadurch, dass ich mich angucke und auch aufhöre, immer nur zu folgen, kommen neue Möglichkeiten schnell auf euch zu. Okay? So, das waren Stiere. Jetzt gehen wir zu den Zwillingen. Und wir gucken uns den Monat Dezember 2020 an. Mal schauen. Okay. Für Zwillinge, ich muss nur gucken, weil ich die meisten Sachen, ich lebe ja seit 20 Jahren im Ausland, im englischsprachigen Ausland und ich kann schon die deutschen Sachen gar nicht mehr. Also wir sind jetzt hier bei Zwillinge. Und was die Guides euch sagen ist, du bist nicht allein. Ja, hab nicht das Gefühl, dass du isoliert bist und dass nichts funktioniert. Du bist nicht allein. Aber es ist auch wichtig, wenn du das Gefühl hast, dass sich wirklich nichts tut, dass du dann in die Offensive gehst und sagst, okay, ich gucke jetzt, was ich gerne machen würde und manifestiere das. Also nur so vor sich hin schwelgen und sagen, funktioniert alles nicht und alles ein bisschen langsam, ist keine gute Idee, weil man so nicht manifestiert. Ist eigentlich ganz, ganz relativ kurz für Zwillinge. Die Hauptsache zu erkennen, ist, dass wenn ihr das Gefühl habt, isoliert zu sein, ihr seid nicht alleine. Und vielleicht ist es an der Zeit zu sagen, wenn ich mich hier alleine fühle, muss ich mich neu orientieren. Und das kann sich auf Arbeit beziehen, auf Beziehungen, auf alle Ebenen des Lebens. Okay? So, das waren Zwillinge. Jetzt zeigen wir uns, oder gucken wir uns mal den Krebs an. Für Krebse, es ist wichtig, dass ihr begreift, wie tief ihr seid. Ja? Ihr seid die Leute, die merken, wenn es anderen nicht gut geht. Und manchmal nehmt ihr Sachen an, die gar nicht für euch sind und nehmt die mit nach Hause. Und überdenkt das. Ihr seid nicht hier, um für jeden Hansel da draußen das Leben besser zu machen. Okay? Ist nicht eure Aufgabe. Ganz, ganz wichtig auch zu erkennen, dadurch, dass ihr halt diese Person seid, die Energie anderer aufnimmt und teilweise auch so ein bisschen absorbt, ist einfach zu wissen, dass ihr das Recht habt,
auch zu sagen, das mache ich eben nicht mehr oder ich mache das anders. Warum sollte ich mich schlecht fühlen, nur weil ich dir Rat gebe, wenn es dir nicht gut geht? Okay, ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr das macht, dann kommen auch neue Möglichkeiten. Dann habt ihr auch so das Gefühl, ich lasse mich jetzt einfach mal fallen, weil ich eben mit meiner Energie dann mal umgehen kann. Okay, so, das war für Krebs. Wir sind im Monat Dezember, wie gesagt. Das ist das Monatstarot. Bitte die Seite hier liken oder mögen, keine Ahnung, wie das, Deutsch, wie das so Facebook auf Deutsch nennt. In England ist es einfach nur like the page. Bitte die Seite auch nutzen und bitte die Videos auch teilen, denn ihr habt bestimmt Freunde, die vielleicht mit ein bisschen Rat ganz gut umgehen könnten oder auch einfach nur froh wären, wenn es käme. Jetzt sind wir bei den Löwen. Was die Löwen gesagt kriegen in diesem Monat ist, ganz kleine Schritte zu machen. Wenn Sachen schwierig sind, die müssen nicht umgehend geregelt werden. Es muss nicht immer alles schnell geregelt werden. Manche Sachen brauchen etwas länger, auch so, um sich so ein bisschen zu bilden, um auch so ein bisschen zu dir zu finden, ist das, wenn man das so sagen kann. Und deswegen sagen die Geister zu dir, zwei Sachen sind wichtig diesen Monat für Löwen. Einmal, mach langsam, alles ganz langsam. Und wenn du das Gefühl hast, dass du Hilfe brauchst und Unterstützung brauchst, dann lass die Leute, die du kennst, auch wissen, dass du Hilfe annimmst. Okay? Das war alles, was die haben für Löwen. Jetzt gehen wir in Jungfrau. Schauen wir mal, was wir haben für Jungfrau. Was für Jungfrauen wichtig ist im Monat, ist zu wissen, dass alles, was ihr manifestiert habt, endlich angekommen ist. Es ist soweit. Erinnert euch an eure Visionen. Ja, seid einfach weiterhin fokussiert auf das, was ihr wollt, ja, Jungfrau, was du willst, was ihr wollt. Und dann wird das auch passieren. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ihr praktisch dieses Vergrabene, was so im Hintergrund, im Hinterköpfchen stattfindet, auch ins Licht bringen müsst. Das heißt, wenn ihr irgendwas wirklich manifestieren wollt, jetzt ist die Zeit zu sagen, oh ja, das würde ich ganz, ganz gerne noch machen. Und haben. Jetzt ist die Zeit, ganz deutlich darauf zu achten, denn alles, was ihr manifestieren wollt, ist auf dem Weg. Okay? So, das war Jungfrau. Jetzt haben wir noch Waage und Skorpion und dann sind wir auch schon wieder fertig. Mal schauen, was wir haben für Waage. Gerade nochmal neu mischen. Okay. Für Waage. Nicht einfach das zu erklären, weil ihr habt so ein bisschen zwei Sachen passieren. Waage. Im Dezember. Auf einmal macht's Klick. Und auf einmal klickt man und sagt, oh, wow, ich habe eine ganz neue Klarheit. Ich sehe genau, was hier abgeht. Also das kommt. Und dadurch, dass ihr so eine andere Sichtweise habt, die wirklich so ins aus dem Nichts heraus kommt, wo ihr sagt, wow, ich sehe jetzt wirklich alles genau so, wie es wirklich ist. Kann es auch passieren, oder es wird vielen, vielen Waagen passieren, diesen Monat auch festzustellen, dass man viele Sachen geglaubt hat, vielen Sachen gefolgt ist, die einem gar nicht gut getan haben. Und man muss dann sagen, okay, Satz mit X war wohl nix und ich muss mich davon trennen. Okay, was das natürlich bedeutet, ist dann, dass das für die eine oder andere Waage hier das Gefühl ist, okay, jetzt bricht die Welt auseinander.
Schwierig. Alles, was die Guides sagen, nein, es bricht nichts auseinander. Es bricht nur ab, was euch nicht gut tut und erlaubt einfach neue Sachen dann den Platz von dem Alten einzunehmen, das nicht funktioniert hat. Okay? So, nicht unbedingt der einfachste Monat für Waage. Und jetzt kommen wir zu den Skorpionen. Letztes Startzeichen für den Monat Dezember. Okay. Okay. Für Skorpione, das ist der Monat, auf eure Spiritualität zu achten. Das ist der Monat, wo ihr auch begreifen müsst, dass euer sechster Sinn durchaus Sinn macht. Und da auch hinzusehen, ist wichtig diesen Monat, weil ihr habt hier die Star Brothers und die Star Keeper. Was bedeutet, dass ihr nicht alleine seid in eurem Fühlen von Situationen und dass es da auch eine höhere Denkweise geben kann für Situationen, um da zu einem besseren Ziel zu kommen und vielleicht sein Leben auch ein bisschen zu bessern. Also das ist der Monat, wenn ihr zum Beispiel jemand seid, der meditiert, mehr zu meditieren. Wenn ihr jemand seid, der selber ein paar Karten hat, zu sagen, okay, und jetzt frage ich einfach mal die Guides, ob die mir mal ein paar Ratschläge geben können. Ja? Also auch so ein bisschen zu wissen, dass da durchaus jemand da ist, der euch da hilft, auch spirituell mit euren eigenen Guides ein bisschen mehr in Verbindung zu kommen. Ja? Und was auch nochmal wichtig ist, ihr habt hier, also das heißt hier Seed the Light, das heißt, ihr müsst versuchen, geerdet zu bleiben. Okay? Nicht abheben, was immer auch passiert im Dezember, wenn ihr denkt, wow, alles ein bisschen Wahnsinn hier. Immer ruhig bleiben. Weil auch das hilft natürlich dann beim Erkennen von Spiritualität. Wenn man dann irgendwie überall und nirgends ist, hört man natürlich auch nicht unbedingt, was die Guides einem zu sagen haben. Okay, so, das war's schon für den Monat Dezember. Ich bin dann im Januar wieder da, für den Monat Januar. In der Zwischenzeit, wie gesagt, bitte teilen, ganz, ganz wichtig. Bitte teilen und auch die Facebook-Seite hier anklicken, damit es, wenn es irgendwelche Updates gibt oder sonst irgendwas, ihr auch dann im Bilde seid. Okay, vielen lieben Dank. Habt frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr und wir sehen uns 2021. Bis dann.